Lass uns mal über Lieferengpässe sprechen im Outdoor-Bereich, in dem Bereich, in dem der Survival Shop Überlebenskunst arbeitet. Und wenn ihr das interessiert, was das auch mit steigenden Preisen zu tun hat und sowieso und überhaupt, und ich würde einfach sagen, bleibt dran. Willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir, der Überlebenskunst-Shop, also meine Firma, meine Mitarbeiter, haben mit Lieferengpässen zu kämpfen. Und das kommt natürlich auch bei dir als Kunden an. Und darüber mag ich einfach einmal sprechen und mag ein Beispiel hernehmen, nämlich die Firma Steambow und die Steambow Stinger 2 Tactical, ganz konkret. Bei der ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir immer wieder Lieferungen reinkriegen. Das ist ein österreichisches Unternehmen, das in Taiwan produziert. Und es ist so, dass die dort in diesen Fabriken auf Hochtouren arbeiten. Also die arbeiten auf Hochtouren. Dort wird produziert. Dann wird das dort verpackt, zu einem Hafen gebracht, der auch immer wieder mal im Lockdown war. Dann auf riesengroßen Schiffen über, ich gehe mal davon aus, den Indischen Ozean, dann über den Suezkanal ins Mittelmeer, Gibraltar, rauf nach Hamburg geschifft wird. Und dort kommt es dann auf europäischen Boden, in die Europäische Union, wird dort eingeführt, muss dort entladen werden. Da gibt es dann auch immer wieder wunderbare Staus. Ich meine, gehe mal auf Google und gehe auf News und da gibt es einen Stauhafen Hamburg zum Beispiel. Und da warten dann die wunderbaren Schiffchen, bis sie ausgeladen werden. Dort kommt dann der Zoll. Das ist aber auch nicht so, dass der vorbeikommt und sagt, ja, passt schon. Die haben auch einiges zu tun. Dann kommt das auf irgendwelche LKWs und wird nach Österreich gebracht. Dort noch einmal eine Endkontrolle und dann raus an die Händler. Und ja, man kann ich zum Beispiel und andere Händler, wo es diese Teile gibt, bestellen. Ja, und jetzt kommt es immer wieder zu Lieferengpässen. Das ist die Frage, ist das nur bei Steambow so? Ich kann dir sagen, das betrifft viele andere Produkte auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, ein anderes Beispiel ist Tasmanian Tiger. Tasmanian Tiger produziert in Vietnam. Die produzieren auf Hochdruck und die geben sich Mühe, genauso wie sich Steambow Mühe gibt und all die anderen Hersteller, weil einfach so viel Nachfrage da ist. Die wollen das Teile verkaufen, aber es gibt es teilweise einfach gar nicht. So viel Nachfrage ist da. Jetzt ist es so, dass wir Tasmanian Tiger Ridgeback MK3, einer meiner Lieblingsrucksäcke, haben wir natürlich all das, von dem ich da erzähle, haben wir natürlich im Shop. Und dort ist es so, ich habe jetzt eine gute Menge bekommen, weil wir haben eingekauft und die haben die geliefert und die gehen weg wie warme Semmeln, wie geschnitten Brot, so wie auch die Steambow Stinger Tactical. Jetzt haben wir neue bestellt und so wie es ausschaut, kriegen wir die erst zum Weihnachtsmann. Also Ende November. Das bedeutet nicht, dass sie mir nicht beliefern wollen. Ich meine, es gibt Firmen, die mich nicht beliefern, ja, das ist schon okay. Aber die wollen mich beliefern, die wollen das, die wollen die Kunden auch bedienen. Es geht sich aber nicht aus, weil sie einfach mit dem Liefern gar nicht nachkommen. So, ein anderes Beispiel und das betrifft jetzt meine eigenen Messer. Hier zum Beispiel das Irbis. Wir haben das Irbis bestellt und das kommt dann nicht per Schiff. Also zumindest ist es in der Vergangenheit nicht per Schiff gekommen, sondern über den Landweg. Jetzt werden wir die auch per Schiff holen, aber das wird die Sache nicht besser machen. Wir haben im Herbst bestellt, haben dann welche bekommen und da ist gleich einmal die Hälfte irgendwo verschollen. Gut, das kann immer wieder mal passieren, das ist Pech einfach. Gut, Lieferzeit jetzt 5 Monate. Ja, 5 Monate. Obwohl JARS alles gibt, der Sergej von JARS gibt alles. Ja. Es geht aber nicht schneller. Und auch nicht, weil die Produzenten in Asien sitzen und weiß nicht, was trinken eigentlich Asiatenalkoholisches? Ist das irgendein Reisschnaps? Ich habe keine Ahnung. Oder Pflaumenwein? Ich keine Ahnung. Wenn das irgendwer weiß, schreibt mal einen Kommentar. Die produzieren eh wie Schwein, aber es geht sie einfach nicht aus. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist da los? Einerseits ist der gesamte, da brauchst du aber nicht mich dazu, kannst du in der Zeitung lesen, auch durch die Corona-Lockdowns, der gesamte Warenverkehr einfach komplett zum Erliegen gekommen. Eine Verzögerung, wie sie es gab im Suezkanal, stand ein Frachtschiff quer und hat den gesamten Suezkanal zugemacht. Auch das hat Auswirkungen noch immer. Vielleicht nicht mehr so wie an dem Tag, als das passiert ist, oder ich glaube, eine Woche ist er da drin gesteckt. Aber das spielt alles ineinander. Die gesamte Welt ist wie ein Netz miteinander verbunden. Alles, was da passiert, hat Auswirkungen auf uns. Und das betrifft auch die Preise. Meine Lieferanten erhöhen mir die Preise einmal im Jahr sowieso und jetzt, so wie es ausschaut, öfter.
Also habe ich zum Beispiel auch andere Firmen, Miltec zum Beispiel, die wir als Lieferanten haben. Auch bei denen ist es so. Nicht, dass die sagen, wir wollen die nicht beliefern, aber da wartest du einfach. Da ist nichts. Die Ware ist nicht da. Was ich früher just in time machen konnte, geht sie jetzt einfach nicht mehr aus. Jetzt müssen wir natürlich auch umdenken und Ware schon im Vorfeld sagen, okay, wir bestellen, aber selbst diese Liefertermine halten nicht. Aber nicht, weil uns die Lieferanten nicht mögen oder weil sie dich als Kunden verkackeiern wollen, weil es sie einfach nicht ausgeht. Und das ist das Problem. Und Steamboat zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel. Wir hätten Ende März jetzt Ware bekommen sollen. Alles cool. Gut, gab es schon mal eine Verzögerung. Ja, das Schiff legt erst am 6. April, ich habe keine Ahnung, so irgendwas in dem Bereich an. Gut, passt. Und jetzt ist es so, nein, auch das wird sie nicht ausgehen, die stehen dort und können nicht entladen. Gut, dann die Ware, jetzt dauert es noch einmal länger. Und jetzt sind dann noch Osterferien mit dazu, hier, da was. Weil eins ist auch ganz klar, selbst wenn alle ihr Bestes geben, es ist doch nicht so dringlich und auch nicht so wichtig, diese Waren, ob das ein TT-Rucksack ist oder eine Raidback, ich meine eine Steamboat-Stinger, ja, eine Steamboat-Stinger Tactical 2 oder eine reine Rossmann-Messer oder was auch immer, das ist alles nicht so wichtig, dass man nicht einmal eine Ruhezeit hat, dass man nicht einmal Feiertage machen kann. Ich meine, was, okay, auch das spielt dann noch mit dazu. Es dauert alles massiv lang und es wird immer teurer. Und das liegt nicht daran, weil einige Kunden schreiben mir ganz böse E-Mails, du kannst doch gern tun, stehe ich dazu. So nach dem Motto, ja, die Preise sind gehoben, ich will jetzt das Produkt nicht nennen, ja, das hat vorher 29 Euro gekostet und jetzt kostet es 37 Euro. Ja, wenn du glaubst, dass ich mir gedacht habe, okay, ich werfe heute meine Preiswürfe und sage, oh ja, wir gehen einfach 8 Euro oder 9 Euro oder 10 Euro in die Höhe, weil ich will mal einen Porsche kaufen, was ich niemals tun werde. Aber egal, vielleicht liegt es daran, dass meine Lieferanten mir auch permanent die Preise erhöhen und deren Lieferanten auch die Preise erhöhen. Wie gesagt, schwierige Zeiten und das bedeutet auch, wenn du Ware vor deiner Nase hast, und sagst, eigentlich möchte ich das kaufen, aus welchem Grund auch immer. Ich möchte eine Tactical haben von Steamboat. Ich möchte ein Reini Rossmann-Messer, ich möchte ein Raidback, ich möchte einen Kocher haben, ich möchte das haben. Warum auch immer, das weiß ich ja nicht, aber du sagst, du willst es. Ich würde nicht warten. Ich würde nicht warten. Ich würde nicht sagen, naja, vielleicht kommt ja übermorgen eine Preisaktion und dann kosten die alle nur mehr die Hälfte. Oder, die haben eh so viel, dass sie es verkaufen müssen. War es knapp, das Jahr 2022 und wahrscheinlich auch 2023, vielleicht sogar noch länger, aber da will ich mich nicht festlegen, ist ein Jahr der Beschaffung, ist ein Jahr und sind Jahre, wo man sagt, wie komme ich an vernünftige, hochqualitative Ware? That's it. Also, noch einmal, Steamboat. Ich weiß, es hat jetzt auch Kunden, wir haben jetzt auch wieder Lieferverzögerungen bei uns, wir tun wirklich unser Bestes. Auch Steamboat tun ihr Bestes, aber es geht sie einfach nicht aus. Es liegt nicht daran, dass wir dich hänseln wollen oder gemein sind oder irgendwelche Verbrecher sind, sondern es geht sie einfach momentan nicht aus. Und das betrifft ja nicht nur unsere Branche, sondern schau woanders hin. Mir hat jemand erzählt, der hat letztes Jahr Anfang September ein Auto bestellt, das heuer im Oktober ankommen wird von einem deutschen Hersteller. Glaubst du, dass die das lustig finden und dass die das sagen, wir haben das Auto eh da hinten stehen, aber wir geben es da einfach nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Teile einfach so nachgefragt sind und einfach nicht kommen. Es tut mir leid. Wenn du jetzt eine Steamboat-Stinger-Technik haben willst, will ich eigentlich aber Hust. Komm zu mir. Wir haben sie momentan nicht. Du kannst dich auf die Warteliste setzen. Und wie gesagt, die zuerst kommen, malen auch zuerst. Wir arbeiten auf Hochdruck, Steamboat arbeitet auf Hochdruck. Wenn du ein Tasmanian Tiger Raidback haben willst und solange wir lieferbar sind, hol dir das, denn es wird dann wieder ein bisschen dauern, bis die wieder kommen. Nicht, weil ich TT ärgern will, sondern weil es so ist. Und auch bei den Reini Rossmann Messer. Es ist ganz schwierig, welche zu bekommen. Es ist wirklich schwierig, welche zu bekommen. Und ich weiß jetzt auch schon, die Preise werden steigen. Ich weiß, ich hätte bessere Nachrichten gern für dich. Ich würde dir gerne irgendwas Schönes erzählen. Also, Link, billige Eigenwerke und meinen Shop findest du. Wenn du das Ding haben willst, würde ich zugreifen, wenn sie da ist. Ja, würde nicht warten, wie bei allen anderen Dingen. Schreib mir gerne einen Kommentar. Böse, nette, Liebe, wie du willst. Daumen nach oben oder nach unten. Abo dalassen.
zu mir in den Shop ein paar andere Videos. Das Pendel schlägt jetzt in Richtung aus, dass es ungut ist, aber das Pendel wird auch irgendwann einmal wieder in die andere Richtung gehen. Wann das ist, ich weiß es nicht. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.